Ja, servus zusammen, willkommen zum neuen Video. So, es ist Freitag, wir sind schon wieder auf dem Weg in den Urlaub bzw. ins kurze Wochenende. Ja, wir sind schon im Sauerland, wir haben hier einen wunderschönen Ausblick, wir sind gerade noch auf der Raststätte. Guckt euch mal diesen super Ausblick an. Mega genial, also wir sind, wie heißt denn der Platz hier? Alfahrt. Alfahrt heißt dieser Parkplatz, der ist oberhalb vom Westweg und ist halt einfach mega hier. Hier haben wir schon öfters Pause gemacht, da steht unser LU und wir haben jetzt noch eine halbe Stunde zu fahren, sind allerdings ein bisschen früh dran. Wir kommen erst ab 15 Uhr auf den Campingplatz. Wir fahren halt nach Winterberg auf den Campingpark Hochsauerland und bevor wir jetzt da doof vor der Tür stehen, haben wir gedacht, halten wir wieder hier auf unserem Lieblingsrastplatz oder auf unserem Lieblingsparkplatz. Mit diesem wunderschönen Ausblick hier und genieße noch ein bisschen die Sonne, das schöne Wetter, bevor es dann gleich den Rest eben bis Winterberg geht. Wie gesagt, halbe Stunde haben wir noch und dann nehmen wir euch jetzt mal einfach wieder mit hin. Gucken, was wir da so machen. Ob wir einen Rundgang machen, weiß ich noch nicht. Der Campingplatz ist halt, sind da ziemlich viele Dauercamper drauf und die haben halt einen Stellplatz für Wohnmobile. Aber wir gucken uns das einfach mal an jetzt und wenn es mitfällt, machen wir einen Rundgang und wenn nicht, dann gibt es halt nur ein Video, ein Vlog vom Wochenende und dann könnt ihr mal gucken, was man da so machen kann. Da gibt es auf jeden Fall Sommerrodelbahn. Fort Fun ist noch in der Nähe, ob wir da hinfahren, wissen wir noch nicht und wir schauen einfach mal. Also viel Spaß! Schon geschafft. Wir sind da, 10 Minuten vor Öffnung und Sarah geht jetzt schon mal zur Anmeldung. Die ist da oben drin und dann hoffen wir, dass wir gleich pünktlich um 3 Uhr hier drauf können. Hier könnt ihr richtig schön mit eurem Wohnwagen warten oder mit euren Wohnmobilen oder was immer ihr auch habt. Hier ist echt extrem viel Platz. Da stehen wir jetzt natürlich auch und warten, dass es losgehen kann. So, Sarah ist von der Anmeldung zurück. Wir haben hier so ein Kärtchen bekommen. 10 Euro Pfand kostet das Ding. Und was können wir damit machen? Da kommen wir mit durch die Schranke. Und? Mehr nicht. Also da können wir nur mit durch die Schranke fahren. Also wir fahren damit jetzt mal durch die Schranke. Und dann fahren wir zu unserem Stellplatz B101. Also da rechts. Und da ist die Schranke. Und da ist das Restaurant. Ja, Speisekarte habe ich. Also kein Döner. Wo mache ich die Karte dran? Hier. Ja, steig mal aus. Ja, also das war nichts mit Karte da dran, weil da ist das Kartenteil und so lang ist mein Arm nicht. So, jetzt fahren wir mal hier durch. Wir fahren jetzt die zweite Runde. Wir haben einen neuen Stellplatz. Wir sind jetzt auf dem 62er. Wir sind nämlich auf den 101er, den wir gekriegt haben, wären wir gar nicht reingekommen. Problem ist nämlich, wir Blödmänner hatten, als wir das gebucht haben, ja noch den Beachy und haben auch noch mit dem Beachy geplant und wir haben die Länge des Wohnwagens gar nicht abändern lassen und hatten natürlich jetzt einen falschen Platz. Das war gerade schon sehr abenteuerlich, ist alles sehr eng hier. Und jetzt versuchen wir das nochmal auf dem anderen Stellplatz. Mal gucken, ob wir da besser drauf kommen. Tja, wir sind da, wir haben aufgebaut. So, Ehrenrunde haben wir ja beendet. Wir haben jetzt unseren Platz bekommen. Ich zeige euch den mal eben. Wir stehen jetzt auf Platz Nummer 62. Also das ist jetzt unser Stellplatz und ist sehr uneben. Gut, dass wir auch bald den Mover dran haben, weil ohne Mover ist das hier schon echt eine Tortur gewesen. Ist halt ziemlich abschüssig oder ist halt abschüssig und kann halt dann auch schief gehen, aber der nette Herr von
ja, drüben hat uns geholfen und ja, jetzt sind wir da, haben aufgebaut. Wasser ist hier, also das sind hier so ein paar Touristenstellplätze, Rest ist alles Dauercamper. Da hinten sind auch noch ein paar Touristen, also überall so zwischendrin sind Touristenstellplätze. Und ja, ist halt mehr auf Dauercamper ausgemacht, das ganze Ding hier. Ne? Der erste Platz, den wir hatten, war halt nicht für 7 Meter ausgelegt, war halt ziemlich doof, sind wir halt auch nie reingefahren. Ja, der hier ist jetzt in Ordnung, sag ich mal, ne? Aber viel Platz ist hier auch nicht, ne? Auch zum Nachbarn nicht. Ne? Also es ist wirklich dicht an dicht. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt so meins. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. Und ja, Wasser gibt es bei den Touristenstellplätzen auch nicht. Also man muss immer bis zum Waschhaus ja, und dann sich da das Wasser zapfen. Habe ich jetzt auch schon gemacht. Also 20 Liter sind schon drin. Klo machen wir nachher. Wir fahren jetzt erstmal einkaufen, wie wir das eigentlich fast immer machen, wenn wir irgendwo sind. Wir nehmen ja fast nichts mit, bis auf unsere paar Lebensmittel aus dem Kühlschrank. Und ja, fand es euch einkaufen, auf jeden Fall was essen. Ich will Döner, Teller oder irgendwas haben. Ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Ich habe Hunger. Und ja, unsere Freunde, ob die heute noch kommen, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wenn nicht, dann kommen die vielleicht morgen. Ne? Die haben hier einen Dauerstellplatz, eine Straße weiter, wo wir eigentlich gestanden hätten. Und ja, aber es klappt halt nur nicht und ist auch egal. Jetzt haben wir hier einen schönen Platz und werden das Wochenende trotzdem genießen. Bis gerade war es auch richtig schön sonnig hier und ja, jetzt geht es langsam die Sonne weg. Wir haben auch noch was Neues. Wir haben jetzt einen Tisch. Also wir hatten ja schon mal einen Tisch im Beachy, da haben wir halt den Beachy-Tisch. Und jetzt haben wir hier den Dometic Zero Light Oak irgendwas. Auf jeden Fall einen schönen Tisch von Dometic, ganz leicht. Passt genau unter unseren Betten, also können wir schön verstauen, ist richtig gut und ja, den haben wir jetzt mit aufgebaut und ja, jetzt fahren wir einkaufen und essen. Ja, die erste Nacht ist rum, schon in Winterberg. Ja, wir waren gestern noch schön Döner essen, gibt es einen schönen Dönerladen hier direkt am Medica und war echt super lecker und ja, jetzt sind wir schon ready auf dem Weg oder machen uns jetzt auf den Weg zur Sommerrodelbahn. Bringen noch eben den Müll weg und dann ja, gehen wir da mal zu Fuß hin. Das sind ungefähr 20 Minuten von hier. Gehen noch mal eben zu Retzi. Soll heute wohl Rabatt geben, weil hier das Sommerfest ist. Und da müssen wir gleich mal gucken. Und ja, gut geschlafen haben wir auch. Bis 7:15. Sarah hat nämlich vergessen, den Wecker auszustellen. Ne? Und dann waren wir um 7:15 schon alle wach. Genau war's. 7:15 alle schon wach, weil gestern war ja Henrys erster offizieller Schultag und da mussten wir halt um 8 Uhr da sein. Ja, und dann sind wir heute Morgen einfach alle nochmal so früh aufgestanden. Aber egal, wir haben schön gefrühstückt und wie gesagt, jetzt geht's los. Wir nehmen euch natürlich mit und ich habe mir so einen Brustgurt geholt für die DJI. Und mal gucken, ob ich das Ding mit nachher gleich auf die Sommerrodelbahn kriege. Das wäre echt cool. Dann kann ich euch mal die Strecke zeigen und ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Wir machen jetzt hier noch eben alles dicht, alles fertig und dann nehmen wir euch mit und los geht das. Ja, da sind wir schon ready. Und jetzt geht's los zur Sommerrodelbahn. Die anderen beiden laufen auch schon rum. Sam freut sich auch total. Und ja, Wetter wird auch super. Guckt mal, die Sonne scheint. Es wird richtig schön. Also optimales Wetter für die Sommerrodelbahn. So, alle nochmal Töpfchen machen. Und das hier ist das alte Waschhaus. Ich zeige euch mal eben die Duschen. Mal, da können wir jetzt ohne Probleme mal eben rein. Hier habt ihr die Handwaschbecken. Hier könnt ihr euch Zähne putzen und waschen. Eine Kabine ist zum Abschließen. Und wir haben hier zwei Duschen. Sind auch echt riesig und sind auch richtig schön warm und haben auch kein, also Timer haben sie natürlich mit Intervallen. Wenn du drauf drückst, geht es nach ein paar Sekunden, ich glaube 30 Sekunden oder so, wieder aus. Aber ist alles inkludiert, braucht nicht extra bezahlt werden. So, hier haben wir den Chemieausguss für euer Toilettchen. Alles da, was man braucht. Und hier ist die Damentoilette. Ich gucke mal, ob ich gleich noch mit euch auf die Herrentoilette kann. Und hier ist die Spülküche.
Ne, also alles dabei, was man braucht. Nippelkind für drin. Extra, um das Geschirr abzustellen, alles dabei. Also richtig super. Also da kann man echt nicht klagen. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ich gehe mal eben gucken, ob auf dem Herrenklo jemand ist. Das kann man immer so schön sehen, ob da Licht an ist. Licht ist an. Ich gehe jetzt trotzdem einfach mal drauf. Ja, sieht auf jeden Fall super aus. So, jetzt sind wir ready und ab geht's zur Sommerrodelbahn. Also das Wetter ist wirklich herrlich. Ja, und hier sind halt überall, also im Endeffekt ist das ganze Ding hier ein Dauerstellplatz. Überall sind Dauerstellplätze, Dauerstellplätze. Hier vorne noch ein paar Touristenplätze. Aber im größten Teil sind das hier wirklich einfach alles Dauercamper. Und zwischendurch hast du immer ein bisschen Platz für Saisoncamper. Ja, muss man mögen. Also für mich ist es einfach zu eng von den Stellplätzen her. Auch mit dem Reinfahren von den Wohnwagen. Also es geht auf jeden Fall. Aber ja, muss man halt wirklich super duper aufpassen. Aber es klappt. So, da oben gibt es ein Feuerchen. Bestimmt fürs Sommerfest schon. Wird ja bestimmt auch gegrillt hier. Da gucken wir nachher auch nochmal. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Rodelbahn. Also direkt am Eingang habt ihr einen richtig coolen Übersichtsplan, was hier alles auf hat. Also es gibt natürlich hier einiges zu machen. Streichelzoo, der riesige Bikepark, tausende Skilifte, eine Zipline gibt es hier, also Sommerrodelbahn gibt es hier mehrere. Also wir sind jetzt muss ich echt mal gucken, wo wir sind. Das ist Winterberg, da sind wir reingefahren. Ja, irgendwo hier muss der Campingplatz sein. Nee, Quatsch, da oben steht's doch. You are here. Also da oben sind wir. Und wir wollen, sind wir das wirklich? Ich kann mir das beinahe gar nicht vorstellen. Aber gut, der Plan sieht halt ein bisschen lustig aus. Auf jeden Fall, wir gehen dann hier runter. Und hier ist die erste Sommerrodelbahn. Überall seht ihr auch die Skilifte. Und hier unten ist dieser riesige Bikepark. Hier habt ihr noch eine Sommerrodelbahn. Dann habt ihr so ein, haben wir euch das schon mal gezeigt? Ich glaube nicht, nee, da waren wir damals, waren wir hier, hatten eine Ferienwohnung und da waren wir auf dieser riesigen Aussichtsplattform. Auf jeden Fall ist hier eine riesige Aussichtsplattform. Kann man so drüber gehen, kann man über das ganze Gelände gucken. Der Bikepark ist da. Also hier gibt es richtig was zu erleben in Winterberg. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall mal nach C zur Sommerrodelbahn und dann wollte Henry noch nach H zum Streichelzoo. Also C und dann geht es hier unten bis zur Kappe und da oben ist der Streichelzoo. Und das Schneewittchenhaus. Mal gucken, ob wir bis dahin kommen. Ist auf jeden Fall eine Ecke zu laufen und bis zur Sommerrodelbahn wohl 20 Minuten. Und dann ja, ist es auch noch ein Stückchen weiter, vielleicht nochmal 20 Minuten bis zum Rest. Und da geht es jetzt erstmal hin. Ja, hier ist der Wohnmobilstellplatz. Ja, das ist ja dann halt hier, ne, mit der Schranke dran und ist terrassenförmig, gibt es drei Ebenen. Also ich meine zumindest, dass ich das gelesen habe mit drei Ebenen. Ja, es sind drei Einfahrten, gibt drei Ebenen. Und hier könnt ihr dann mit eurem Wohnmobil stehen. Ich muss sagen, ich bin, wenn ich das jetzt gerade hier so sehe, gut, es ist mit dem Wohnmobil sicherlich machbar. Also für mich wäre es jetzt nichts. Das wäre der Stellplatz gewesen, den wir eigentlich im Winter jetzt gekriegt haben. Aber wir fahren ja jetzt nach Füssen wieder, nach Campingbrunnen. Und da stehen wir auf jeden Fall deutlich schöner. Das werden wir uns im Oktober auch noch mal angucken. Da sind wir dann auch Via Claudia. Das ist dann ja nur 20 Minuten von Campingbrunnen entfernt und in Schwangau dann. Und das gucken wir uns mal an, wo wir da so stehen. Vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, wenn der Platz doof ist, dann auch was umzuswitchen. Aber erstmal ist das, glaube ich, doch deutlich die bessere Lösung gewesen, da nach Bayern zu fahren. Ja, also wir gehen jetzt hier diesen schönen Weg entlang an der Straße. Da gibt es wohl so einen Weg, wo man hinten entlang gehen kann. Und dann kommen wir direkt bei der, ja, bei der Zipline raus, bei der Sommerrodelbahn und bei den ganzen Skiliften dort. Und hier ist noch, wie heißt das Ding? Kegeltanzpalast. Grillimbiss, Restaurant, Café, Brauhaus, Weinstube und Disco. Also hier ist dann bestimmt auch richtig was los in der Hauptsaison. Also wer Bock auf Party hat, ist hier auf jeden Fall auch richtig. So, für uns geht es jetzt weiter die Straße entlang.
Also ausgeschildert ist das ja hier wirklich top, ne? Coaster, Zipline, Sesselbahn, ist alles ausgeschildert und bei die Schanze, das geht auch hier entlang, da hat Henry so einen QR-Code bekommen. Da kommen wir halt auf die Webseite und dann kriegt er eine Kugel für die Kegelbahn. Da gibt es so eine Kugel, oder eine Kegelbahn, für die Kugelbahn gibt es dann so eine Kugel, kostenlos. Die holen wir uns gleich auch noch ab. Und dann kann er eine Runde mit der Kugelbahn die Kugel rollen lassen. Also da unten könnt ihr so unseren Campingplatz sehen. Und das ist der Sessellift, der zum Campingplatz gehört oder der da halt direkt neben liegt. Und dann ist das hier halt die Abfahrt. Ne, hier sind überall die Schneekanonen dran. Also im Winter könnt ihr wirklich direkt vom Campingplatz aus Skifahren. Also wenn ihr da Bock drauf habt, top gelegen. Ne, also ihr habt hier wirklich rundherum ein Skigebiet nach dem nächsten. Also hier gibt es echt tolle Sitzmöglichkeiten, ne, auf dem Weg zur Sommerrodelbahn. Und ja, guckt selber, kannst hier sitzen und chillen und richtig geilen Ausblick auf Winterberg genießen. Hier vorne ist auch direkt ein Hang. Ich denke mal, es wird für Kinder sein. Also man kann auf jeden Fall hier den Schlitten auch hochfahren lassen. Rechte Seite ist Schlitten, links ist die Seite für die Skifahrer. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da vorne, da ist so eine komische Kuppel. Ich muss da ja mal bei Google gucken, was das ist. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr komisch aus von hier. Ja, ist auf jeden Fall echt top hier. Mal ein bisschen hier entlang wandern, entlang schlendern, die Aussicht genießen. Müsst ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr hier seid. Ist echt richtig schön. So, jetzt sind wir bei die Schanze. Hier ist die Schanze. Und das ist der Turm von der Zipline. Und da geht es dann wirklich runter, hier übers gesamte Tal, nach da unten. Und da befindet sich auch die Bobbahn, also die Coaster-Bobbahn. Es gibt hier zwei verschiedene. Da hinten ist noch eine auf der anderen Seite. Und da gehen wir jetzt gleich runter, müssen dann auch komplett bis ins Tal. Und dann werden wir die gleich mal eine Runde fahren. Kugelbahn haben wir gefunden. Das hier ist die Kugelbahn. Und um 11 macht das hier auf, dann kriegen wir die Kugel und da habt ihr noch so ein richtig cooles Klettergerüst für die Kids. Und hier direkt drüber ist die Schanze. Richtig cool. Und ihr habt natürlich einen mega geilen Ausblick aufs Tal hier. So. Richtig cool. Aber es ist sehr, sehr windig hier heute. Und jetzt warten wir eben bis 11, bis es aufmacht. Das sind noch 20 Minuten, Viertelstunde. Und dann geht's runter zur Sommerrodelbahn. So, jetzt geht's runter hier ins Tal und da vorne ist der Eingang zur Coaster Sommerrodelbahn. Und links daneben befindet sich noch eine zweite Rodelbahn, aber wir fahren nur die da, weil die ist echt mega cool. Da sind wir schon hier mitgefahren natürlich und hier im Wald gibt es noch eine zweite. Die ist irgendwo da hinten in der Nähe von Willingen und ja, diese Coaster-Dinger sind halt einfach echt mega geil, weil die einfach super gut abgehen. Und ja, ist auch genug frei. Und da gehen wir jetzt mal hin und dann geht es eine Runde mit der Coaster-Achterbahn hier runter. Ich hoffe, dass wir filmen dürfen. Ich habe extra den Brustgurt mitgenommen. Ich hoffe, dass die mir das erlauben. Müssen wir jetzt gleich mal fragen. Wenn nicht, dann gibt es halt kein On-Ride-Video. So, jetzt Bremse nach vorne und dann geht das ab. Ja, zumindest, es geht langsam ab, aber jetzt gleich geht es schneller ab. So, jetzt geht's los. Kasala. Ich glaube, die DJI macht das gar nicht mit. Tunnel. Wuhuhuhu. Ja, macht schon Laune, ist schon geil. Jetzt sind wir schon unten. So, das war's, Leute. Unten angekommen. Einmal bremsen, da vorne ist Ausstieg.
Ich bin echt mal gespannt, ob das Video was geworden ist. Ja, wie ihr gesehen habt, ist das Video doch was geworden und ja, macht mega Laune. Richtig geil. Sarah und Henry sind jetzt drauf. Jetzt fahren wir noch 6 Mal und dann haben wir es hier auch fertig. Vielleicht fahren wir doch noch mal die andere Seite. Ha, ich weiß noch nicht. Muss mal gucken. Auf jeden Fall mega Wetter dafür. Und wenn ihr hier seid im Winterberg, macht das auf jeden Fall. Auch mit den Kids, ist mega geil. Ja, das war unser kleines Coaster-Abenteuer. Ich muss mich aber kurz berichtigen. Also, mit Kind kauft ihr das Erwachsenenticket. Das ist ein 6er-Ticket, kostet 20 Euro. Darauf sind dann 3 Fahrten für Erwachsene und 3 Fahrten fürs Kind. Also ihr müsst die Karte natürlich doppelt stempeln. Also Kinder sind nicht kostenlos, wie ich es gesagt habe. So, wir gehen jetzt mal einfach da unten noch ein bisschen den Weg runter. Da ist noch eine Seilbahn. Ne? Also hier seid ihr wirklich hier in diesem Skigebiet. Da ist die andere Bahn. Und wir wollen mal gucken, ob wir gegebenenfalls wieder hoch auf den Berg fahren können damit. Vielleicht darf ja der kleine Sam damit rein. Ich denke zwar nicht, aber ja, wir fragen einfach mal ganz doof. Wenn nicht, laufen wir halt wieder hoch und dann gucken wir, was wir gleich noch machen. Ab 15 Uhr ist auch das Sommerfest am Campingplatz. Da wollen wir auf jeden Fall auch noch mal gucken und dann genießen wir heute noch den Tag hier in der Sonne und wir nehmen euch natürlich weiterhin mit. Also wir sind hier an der Talstation von der Schanze oben und hier gibt es einen Wasserspielplatz für die Kids. Richtig cool. Können sie hier Wasser schöpfen, entweder mit dem Eimerchen oder können sie auch hochpumpen. Also ist echt schon ziemlich cool gemacht für die Kinder. Aber wir gehen jetzt weiter, wir haben noch 25, 30 Minuten. Gut, wir brauchen vielleicht eine Stunde bis zum Campingplatz und gehen jetzt nach vorne schön durch den Wald. Hoffentlich wird es dann auch mal ein bisschen kälter, weil ich habe immer noch den Pullover an. Ich habe keine Tasche mit, dass ich den wegpacken kann und umhängen brauche ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, jetzt geht's weiter zum Campingplatz. Wir sind zurück am Campingplatz. Hier ist jetzt der Zeltplatz. Gut, im Sommer ist das natürlich der Zeltplatz, im Winter ist das hier natürlich die Skipiste. Da könnt ihr halt von da oben ganz runterfahren und hier befindet sich auch noch ein richtig cooler Kinderspielplatz mit allen möglichen Sachen. Also mega cool und da unten, wo ihr jetzt die Hüpfburg seht, da ist nachher das Sommerfest, da gehen wir gleich hin. Wir gehen jetzt aber erstmal Töpfchen machen und noch ein bisschen ausruhen, ein bisschen schlafen, Mittagsschlaf machen, damit wir noch schöner werden und dann sehen wir uns nachher zum Sommerfest hier bestimmt wieder. Ja, ich war gerade mal beim Sommerfest gucken, da ist leider gar nichts los. Gut, wir haben auch erst 3:30, aber sitzen dieselben Personen wie heute Morgen schon da. Die 3, die das Feuer da angemacht haben und die Hüpfburg steht immer noch, genauso wie sie vorher da stand. Aber es ist nicht wirklich einer da. Ob das jetzt, woran liegt es? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist da nichts los. Deshalb sind wir da jetzt auch noch nicht hingegangen. Ich war gerade noch mal mit dem Auto kurz weg. Und wir gucken gleich noch mal und wenn dann auch nichts los ist, dann schenken wir uns das und bleiben hier ganz gemütlich sitzen und verbringen den Abend halt einfach am Wohnwagen. Ja, wir waren jetzt noch mal beim Sommerfest, gerade eine Runde mit Sam gegangen und es war immer noch nichts los. Also es war wirklich eine Handvoll Leute vielleicht. Und wir sind dann natürlich wieder abgehauen und haben dann schon mal angefangen hier abzubauen, weil morgen geht es ja wieder los. Ich hoffe, dass wir, also da werden wir wohl durchpassen. Ich weiß nur nicht, ob wir da hinten um die Ecke kommen. Aber wir werden es morgen sehen. Zur Not fahren wir da hoch, wo wir hergekommen sind. Wir werden es morgen, wie gesagt, sehen, ob es passt oder eben nicht. So, das mit der Markise ist einfach nur geil. Auch wenn es nur eine Sackmarkise ist und keine Markise oben fest verbaut auf dem Dach. Also es ist einfach so genial. Wir haben das Ding jetzt innerhalb von keine 2 Minuten ist das Ding wieder drin, ne? Aufgewickelt, reingemacht, Klettverschluss dran, fertig. Also ist richtig geil. Ich wickel jetzt noch mal eben hier die Sturmbänder auf, die habe ich hier noch liegen. Und dann werden wir erstmal in Ruhe hier Abend essen und den letzten Abend hier genießen, weil, wie ihr das ja auch sehen könnt, das Wetter hat sich gehalten. Es ist einfach strahlend blauer Himmel. Richtig, richtig schön. Und Abendessen und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder. Ja, moin zusammen. So, letzter Tag, wir haben alles gepackt, wir sind eigentlich schon so gut wie bereit zum Abfahren und Toilette ist leer, wir müssen eben die Kurbeln gleich hoch machen, Wasser ablassen
Und dann haben wir es hier auch gepackt. Dann müssen wir das ganze Ding hier gleich mal drehen. Und dann gucken wir mal, ob wir da hinten gleich rauskommen. Also im Moment sieht es ganz gut aus. Autos sind auch alle weg. Werden wir wohl um die Kurve kommen. Wenn nicht, koppeln wir halt ab und schieben den Rest da rum. Wir gucken gleich mal. Wird schon schief gehen. Die Nachbarn sind noch nicht wach, die uns vielleicht helfen. Aber irgendeiner wird schon da sein. Und wir kriegen ja jetzt auch erst den Mover im September. Also das wird jetzt erstmal der letzte Vlog sein bis Oktober, denke ich mal. Weil wir halt, wie gesagt, jetzt in die Werkstatt gehen, den Mover machen, werden noch ein paar Sachen nachgearbeitet. Und ja, dann soll es das hier erstmal aus Winterberg gewesen sein. Und jetzt gibt es erstmal gleich noch ein paar Eindrücke, wie wir hier rausfahren oder versuchen hier rauszufahren. Also bis gleich. Boah, Leute, wir sind rum um die Ecke. Also da konnte man echt noch einen Panzer zwischendrehen. Ne? Es ist schon einen Meter mehr als der Beachy. Es ist schon wirklich komplett anderes Fahren. Also muss ich wirklich sagen, habe ich echt unterschätzt, aber hat wirklich super funktioniert. Und jetzt geht's ab nach Hause. Ja, ich habe nichts vergessen, aber wir haben noch Eis im Wohnwagen, fällt mir gerade ein. Und bevor das jetzt nachher, gut, das wird bis zu Hause nicht geschmolzen sein, aber wir können das doch auch einfach essen, ne? So, steht noch alles. Sieht gut aus, alles noch so, wie wir es eingepackt haben. So, jetzt hole ich mal eben das Eis. Lecker Sandwich, Eis! Ja, ihr Lieben, wir sind wieder da auf unserem Stellplatz. Wohnwagen ist abgestellt und ja, wie ich ja schon gesagt habe, jetzt haben wir erstmal Zwangspause bis Oktober und dann geht es nach Via Claudia. Dann nehmen wir euch wieder mit hin und wir kriegen jetzt erstmal den Mover und noch ein paar Garantiearbeiten gemacht und ja, dann geht es auf jeden Fall weiter. Wir nehmen euch dann mit und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abos auf allen Kanälen da lassen, da würden wir uns immer drüber freuen und bis bald. Adios, tschüss.